Die Malerin Nora Gauger betritt ihr kleines Atelier in der Langen Straße in Güstrow. In ihrem Refugium hängen und stehen in früheren Jahren entstandene Bilder. Auch eine aktuelle und eigenwillig angebrachte Arbeit, die die Malerin Kräfte der Natur nennt und die, wie sie sagt, den Beginn einer neuen Schaffensphase belegt. Nora Gauger ist nach Mecklenburg zurückgekehrt. Seit März lebt und arbeitet sie in Güstrow. Geboren wurde die heute 31-Jährige in der Nähe von Rostock. 2007 legte sie in Sarnitz ihr Abitur ab und studierte danach an der Freien und der Technischen Universität in Berlin Kunstwissenschaft und Kunsttechnologie. Über ein Erasmus-Stipendium lernte sie einige Zeit an der Sorbonne in Paris. In Berlin arbeitete sie in einem Auktionshaus, einem Antiquariat und in Museen. Und nun wieder Mecklenburg und warum gerade Güstrow? Also Berlin hat mir schon immer gut gefallen, ja, sonst wäre ich ja da auch nicht hingegangen. Aber ich sage jetzt mal so, nach 11 Jahren Berlin war mir das doch dann irgendwie zu stressig sozusagen. Und ich wollte lieber in eine kleinere Stadt ziehen, wieder mehr in die Natur. Hier ist man ja auch sehr schnell in der Natur und ich finde einfach die Landschaft hier sehr, sehr schön. Es ist mir wichtig, hier kann man wunderbar an der Nebel spazieren gehen. Man ist schnell bei Ernst Barlach, also das war für mich immer ein Anziehungspunkt, jahrelang Güstrow. Und habe ich mir immer die neuesten Barlach-Ausstellungen angeschaut, genau. Und jetzt ist man hier ganz nah dran und hier wird so viel kulturell gemacht. An Barlach hat sie ihr Vater, der Maler und Holzbildhauer Wilhelm Gauger, herangeführt. Sie mag an der Kunst des Wahlgüstrower Künstlers das Urmenschliche, die Verletzlichkeit seiner Figuren, die Tiefe der Gedanken. In Barlachs Arbeiten könne sie sich einfühlen und wiederfinden, versichert sie. Über ihre eigene Malerei sagt Nora Gauger: Ja, also ich bin sehr symbolistisch eingestellt, um es mal so zu sagen. Zum Beispiel wurde ich sehr durch einen Besuch des Ateliers von Gustave Moreau in Paris beeinflusst. Das war, glaube ich, 2009, 2010, als ich da war. Und und diese ganzen Eindrücke, aber auch andere Eindrücke von Ausstellungen, von persönlichen Erlebnissen, das verarbeite ich. Und dann ist es auch so, dass mich zwischenmenschliche Beziehungen und Träume inspirieren oder auch wieder dieses Grundmenschliche, das Allgemeingültige und das Urmenschliche, versuche ich selbst auf meine eigene Art und Weise darzustellen, wobei man dann nicht immer weiß, wo der Weg hinführt. Dann fange ich manchmal an und dann entwickelt sich das Bild in eine ganz andere Richtung. Außerdem illustrierte sie Gedichte ihrer Mutter Carmen Gauger und hat auch schon selbst eine Adventsgeschichte mit dem Titel Dezemberin geschrieben. Bis Ende Oktober waren Arbeiten von Nora Gauger in einer gemeinsamen, mit der Schwester Vera und dem Vater Wilhelm Gauger gestalteten Ausstellung in der familieneigenen Galerie in Waldesruh bei Bad Sülze zu sehen. Eine Personalausstellung wird zurzeit in Wismar gezeigt. Neben der Malerei mag Nora Gauger Musik. In Berlin gehörte sie einige Zeit zu der angesagten Frauenband Singing Ladies. Sie tritt mit ihrer Gitarre bei Familienfeierlichkeiten, Firmenjubiläen oder Empfängen auf. Zur jüngsten Güstrower Einkaufsnacht hatte sie Lieder der Hippie-Bewegung vor dem Schuhhaus Ludwig in der Mühlenstraße gesungen. Viele ihrer Songs schreibt sie selbst wie Das Lächeln. Ihr Musikgeschmack ist stark in der Rock- und Popmusik verwurzelt. Besonders mag sie Blues. Zu ihren Vorbildern zählt sie Elvis, die Beatles, Tracy Chapman, David Bowie, Nirvana und Bob Dylan. Natürlich will man sich damit nicht vergleichen, aber es schleicht sich doch dann in die eigene Musik ein. Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Ich mag auch Nick Cave und vor allem Bob Dylan. Ja, auch die Texte sind unheimlich tiefgründig und wichtig. Und er ist ja ein großer Literat und das ist ja auch eine Sache, die mich sehr interessiert sozusagen. Also einfach diese Wortgewandtheit und das gesellschaftlich Relevante, was er immer wieder anspricht. Am Sonnabend, dem 9. November, wird Nora Gauger ab 14 Uhr den musikalischen Part beim Weihnachtswunderladenfest der Inselliebe in der Domstraße 2 bestreiten. Als Malerin wird sie in diesen Tagen mit der Gestaltung mehrerer Wände in einem Objekt in der Barlachstadt beginnen.
Nora Gauger ist in Mecklenburg, ist in Güstrow angekommen.